Viele Wege führen nach Rom und viele Stecker führen den Strom. Und zwar ans Heck des Q-Liners, beziehungsweise auf Wunsch natürlich ans Heck eines jeglichen Krone-Aufliegers, um dort eine elektrohydraulisch betriebene Ladebordwand zu befeuern. Und dafür werden entweder zwei parallel geschaltete 12-Volt-Batterien geladen oder es geht mit größeren Querschnitten direkt zum Elektromotor. Wie ihr unschwer hört, meine Stimme ist arg ramponiert. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich nicht ganz sauber rüberkomme. Wir beginnen mit dem Laden des Batteriepakets am Heck des Fahrzeugs. Und dafür haben sich im Wesentlichen drei Systeme am Markt etabliert. Das sind einmal Chekon und das Klangsystem und natürlich das Smart Charge von Beer. Und allen gleich ist ein Leitungsquerschnitt von 6 Quadrat. Und wenn der elektrohydraulische Antrieb direkt von der LKW-Batterie erfolgen soll, dann braucht es deutlich größere Querschnitte. Nämlich 2x35 Quadrat für Ströme bis 175 Ampere, für Ladebordwände bis zu 2 Tonnen Tragkraft. Und für die noch größeren Klamotten mit 2,5 Tonnen Tragkraft und mehr braucht es 2x50 Quadrat für Ströme bis 350 Ampere. Und dafür haben sich zwei Hauptsysteme im Markt etabliert. Einmal das runde und der flache Stecker von REMA mit der einfachen, genial einfachen Verdrehsicherung. Oder die allseits bekannte NATO-Steckdose, gerne auch Schweinenase genannt. Aber warum es einen solchen Wust an Systemen gibt, hat keinen technischen Hintergrund, ist wohl eher ein historisch gewachsener Kunden- bzw. Länderwunsch. Aber so oder so, um bei der Direktversorgung zu vermeiden, dass die LKW-Batterie leer gezogen wird und hinterher nicht mehr genug Saft da ist, um den Anlasser zu drehen, lässt der ein oder andere Fahrer ganz gerne den LKW-Motor laufen. Dadurch ist zwar die Batterie vor dem Exitus geschützt, findet aber selten den Beifall der genervten Anwohner.